Chef. Ich bestimme, Henry, und ich will gewinnen. Also wirst du genau tun, was ich sage. Fertig? Nein, ich will heimgeschickt werden. Also wirst du tun, was ich sage. Ach, meinst du? Ja, meine ich. Wir machen das so. Nein, wir machen das so. So gefällt's mir schon besser. Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht. Dieser Wettlauf ist gestrichen. Oh, was? Oh, echt schade. Henry, du schreckliches Kind. Wenn du meinst, dass ich dich nach Hause schicke, hast du dich getäuscht. Du bleibst hier bis zum Schluss. Und die anderen folgen mir. Das wirst du mir noch büßen, Henry. Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig. Los! Eierlauf ist ebenfalls gestrichen. Und keiner von euch rührt sich vom Fleck, bis ich weiß, wer diese Eier mitgebracht hat. Frau Streitaxt, ich kann nicht lügen. Also? Das war Peter. Haltet euch bereit für den letzten Wettlauf von heute, den 400-Meter-Lauf. Diesmal schlage ich dich, Henry. Ach, mir doch egal. Ist doch bloß ein blödes Wettrennen. Das ist dein Problem, Henry. Dir ist immer alles egal und deshalb wirst du auch niemals gewinnen. Das stimmt überhaupt nicht. Auf die Plätze. Und Sieger in allen Disziplinen der ganzen Welt ist Henry. Fertig? Du, Henry? Ich wette um dein letztes Fruchtgummibärchen, das ich gewinne. Gummibärchen. Gummibärchen? Das ist es! Genau! Süßigkeiten! Und los! Hey, will jemand was Süßes haben? Süßigkeiten! Mach schon, Henry. Du schaffst das. Hey! Hey! Alf! Mein letztes Gummibällchen! Hier, fang auf! Na los! Ich weiß, dass du es willst! Ja! 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 Gut gemacht, Henry! Ja! Du bist der Schulsieger im 400-Meter-Lauf! Ja! Überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Uah.
Oh, ich kann gar nichts sehen. riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, dormez-vous. Sonne le matin, Sonne le matin. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne le matin. Peter, nicht. Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Zappa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Der. Ich sehe ihn. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los, kommt. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui. Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit!
mit. Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Ich fasse die nicht an. Da kriege ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich. Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an. Ah, der hat geredet. Der Typ da hat geredet. Ach ja, interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich kriege ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Schön weitergehen. Geradeaus zum normannischen Dorf. Frühe Kulturen und Mittelalter. Langweilig. Frühe Neuzeit. Wen interessiert das? Sonderausstellungen. Aha, Dinosaurier. Jemand zu Hause? Oh je! Au! Hä? Oh! Au! Wahnsinn! Willst du deine Kralle wieder haben? Hier. Oh nein. Hey, du, hier geblieben. Alarm! Unruhestifter flüchtet. Blau-gelb gestreiftes T-Shirt. Hey, bleib sofort stehen. Als würdest du auch daheim bleiben müssen, Henry. Ja! Geschafft! Na dann komm ab ins Bett, Henry. Wenn du krank bist, musst du dich hinlegen. Und das heißt keine Computerspiele. Aber Mama, mit Computerspielen geht's mir bestimmt besser. Wenn du Computerspiele spielen kannst, kannst du auch in die Schule gehen. Sein, wenn man nicht am Computer spielen darf. Mama, ich hab Hunger! Mama, ich
Ich hab Durst. Mama, mein Bett ist zu warm. Mama, mein Bett ist zu kalt. Mama! Gar nicht gut. Ihr müsst euch um euch selbst kümmern, bis Papa nach Hause kommt. Oh, mir geht's schon viel besser. Darf ich am Computer spielen? Oh, na gut. Aber zuerst könntest du mir ein Glas Orangensaft bringen. Oh, wenn das zu schwierig ist, gehst du lieber wieder ins Bett. Und bringst du Peter bitte ein paar Kugeln Eis für seinen Hals mit? Autsch! Eine für Peter, zwei für mich. Eine für drei für mich. Ich will ja nicht, dass dem armen Peter wieder schlecht wird. Hallo? Hier spricht Frau Sonderlich. Bist du das, Henry? Nein. Hier ist Peter. Henrys rotznäsiger kleiner Bruder. Oh, ach so. Ja, ist deine Mutter da? Ich möchte sie fragen, warum Henry nicht zur Rechtschreibarbeit erschienen ist. Nein, das geht nicht. Ich meine, nein, sie ist weggegangen. Ach, und übrigens, Henry wird ja sowieso niemals wieder zur Schule kommen. Ach, tatsächlich? Und warum nicht? Er hat so hohes Fieber, dass sein Gehirn geschmolzen und, ausgelaufen ist. Entschuldigen Sie, ich muss Schluss machen und es aufwischen. Tschüss. Na sowas. Henry, wo ist mein Saft? Und wo ist mein Eis? Wenn ich König bin, mache ich ein Gesetz, dass immer nur einer krank sein darf. Und das bin natürlich ich. Henry, war das die Post? Bringst du sie bitte mit rauf? Oh, es macht echt keinen Spaß, brav zu sein. Ah! Henry, siehst du mal nach, wer da ist? Hallo, mein Kleiner. Sind Mami oder Papi da? Mama schon, aber sie ist krank. Und ich muss alles aufräumen. Ich ruf sie, wenn sie wollen. Mama! Oh, nein, 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 stör sie nicht. Richte nur etwas aus. Wir machen Reparaturarbeiten und müssen das Wasser für ein paar Stunden abdrehen. Lass das, Mieze. Das ist doch für Peter. Wir geben dann Bescheid, wenn wir fertig sind.